Yeah. My number one, Alexander Stan. That's right. Yeah. Hallo Leute, heute wollte ich euch den Moe Creatures Mod für Minecraft 1.0.0 vorstellen. Airbox Modloader, Audio Mod, GUI API und Custom Mob Spawner. Hier ist Dimi, die Erklärung von Mac und für Windows. Ja, was macht der Mod? Der Mod fügt neue Tiere ein. Wer den Mod schon in 1.10.3 gespielt hat, müsste wissen, was man da alles machen kann. Aber ich erkläre auch nochmal das Ganze alles. Zum Beispiel haben wir hier zwei Exemplare, zum Beispiel ein Pferd, das ich jetzt zu mir geholt habe, sag ich jetzt mal. Hier noch ein freilaufendes Pferd drüben auch noch. Oder hier Ratten oder Mäuse. Was das ist, weiß ich nicht. Dann gibt es halt neue Items. Hier kann man schon sehen, hier für Katzen. Oder hier Katzenwolle, damit kann man sie zähmen. Wir holen jetzt mal den Hoarsattel und die Äpfel. Den können wir jetzt nämlich die Pferde zähmen. Also als erstes tun wir einen Sattel drauf. Jetzt können wir uns zwar draufsteigen, aber das Pferd kickt uns sofort wieder runter. Erst wenn wir einen Apfel drauf tun und ihn dann jetzt benennen. Wir nennen ihn jetzt mal YouTube. So, jetzt heißt es YouTube. Wenn wir jetzt draufsteigen, können wir ihn reiten. Nur was doof ist, wir können nie wieder runter. Wir müssen erst disconnecten, wieder dann connecten. Das finde ich etwas schade, aber macht ja nichts. Und ja, dann sind wir wieder hier halt hier. Jetzt kommen wir mal zu der Menüleiste, die so. Wenn wir jetzt auf Settings klicken, auf Options, dann sehen wir hier globalen Mod Settings. Klicken wir drauf und auf Dr. St. Mo Creatures. Hier können wir einstellen, was spawnen soll. Spawn Limits. Sollen hier, wie viele Wassermobs sollen spawnen, Animals, wie viele sollen davon spawnen oder so Tiere, wie viele Tiere sollen insgesamt eigentlich spawnen. Hier können wir auf Hostels können wir einstellen, können wir auch runter und hoch scrollen. Ratten sollen spawnen, ja, nein. Werwölfe. Hier können wir auf also die ganz normalen Tiere, zum Beispiel Skelette, sollen spawnen. Wir können es aber auf Hard stellen, aber können Skelette zum Beispiel ausschalten. Wir können hier auf Reset Defaults, können wir alles wieder auf ganz normal stellen. Wir können hier Enten sogar spawnen und Katzen, wie ihr sehen könnt. Also der Mod ist wirklich einer der schönsten Mods, die es in Minecraft gibt, finde ich. Das war eigentlich die ganze Erklärung. Jetzt kommt die Installation. Wir sehen uns dann gleich. Bis dann, Leute. Tschüss. So, Leute, da bin ich wieder. Ich habe wieder für euch eine Datei zusammengestellt. Oder geht auf den Link in der Beschreibung. Und da könnt ihr euch alles einzeln runterladen. Ja, wir entpacken sie. Da drin ist ein Ordner. Und im Ordner sind halt Audio Mod, Custom Mod Spawner, Dr. Zank, Audio Mod und Modloader. Die fünf entpacken wir wieder. Gehen wir auf Aufräumen. Und tun uns die Ordner alle auf den Desktop. So, müssten wir 5 Stück haben, wie gesagt. So, können wir auch das hier schon löschen. Dann öffnen den Finder. Library Application Supports Minecraft Bin. Windows ist da gehen auf den Windows-Button %, AppData %, Roaming.Minecraft Bin. Dann sind sie auf dieser Minecraft Jar. Windows bitte öffnen mit WinRAR, MacBesitzer öffnen mit Archivierungsprogramm. So. Die Minecraft.jar, Minecraft.jr umändern und den Ordner Minecraft.jar hinzufügen. Wenn es bei euch nicht geklappt hat, gebe ich euch meine .Minecraft auch nochmal zum Download. Also, wenn es bei euch nicht geklappt hat, könnt ihr auch die downloaden. Also, wir gehen rein, suchen nach dem Meta-Info-Ordner. Bei euch Windows-Besitzer müsste hier oben sein, für Mac-Besitzer. Müsst ihr entweder suchen oder M-Taste drücken, dann sind sie bei ihm. Wir löschen ihn, gehen im Papierkorb und löschen ihn. So. Dann öffnen wir Modloader. Ganz wichtig, diese Reihenfolge, Modloader. Kopieren alles, fügen es hier ein. Für alle ersetzen. Öffnen Audio-Mod. Kopieren alles, fügen es hier ein. Für alle ersetzen. Als nächstes öffnen wir GUI API. Kopieren alles. Fügen sie ein, für alle ersetzen. Das war ja bis jetzt noch schwer. Nein. Wir öffnen einen Custom Mob Spawner. Und da drin sind 4 Dateien. Eine readme, mob-exam.jar,
Java und nochmal eine Custom Punkt Custom Spawner Punkt Java. Wir brauchen interessieren uns aber nur für die Custom Spawner Punkt Class Datei, die wir in die Minecraft Punkt Java tun. So, dann öffnen wir Dr. Zank Modloader, Dr. Zank Zanks Mod und können die Minecraft Punkt Java schon schließen und gehen auf den Punkt Minecraft Ordner. Jetzt ist hier noch nichts da. Wir öffnen einmal Minecraft, loggen in, dass sich die weiteren Ordner bilden. So, dann wieder schließen. Jetzt öffnen wir Mods. Öffnen bei Dr. Zank More Creatures Mod den Mods Ordner und fügen diese More Creatures Zip Datei hier rein. Gehen bei beiden einmal zurück. Öffnen bei der Punkt Minecraft den Ressourcenordner, hier auch die Ressourcen und fügen die Mod-Datei hier rein. Ersetzen. So, das war eigentlich die ganze Erklärung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bewertet, abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns beim nächsten Tutorial. Tschüss, Leute.